Und du kannst aus dem, was hier passiert ist, was die gemacht haben, kannst du die Lektionen ableiten, die für uns wichtig sind. Das Erste, was wichtig ist, das, was die hatten eine Can-Do-Attitude. Die waren davon überzeugt, dass sie es hinkriegen. Und genauso ist es im Leben. Es interessiert niemand, ob wir Veränderungen mögen oder nicht. Das Zeug passiert und wir müssen damit umgehen. Und genauso ist es in der Fliegerei auch. Und das ist der Grund, warum ich euch dieses Bild mitgebracht habe. Das ist ein Flugzeug, das erkennt ihr sofort. Das ist eine 747, das erkennt ihr vielleicht auch noch. Also ein Jumbo-Jet. Wenn ihr ein bisschen was von der Fliegerei wisst, dann erkennt ihr auch, dass es keine aktuelle Version des Jumbos. Um ehrlich zu sein, ist es eine ziemlich alte. Ich habe aber einen Grund für genau dieses Bild, weil mit dem Flieger ist was passiert. Mit dem Flieger ist was passiert, ist eine Story, die ist so lässig, die muss ich euch einfach erzählen. Das ist schon eine Weile her, das war, um genau zu sein, der 24. Juni 1982. Ja, ist schon eine Weile her. Aber das, was da passiert war, das ist so geil, muss ich euch erzählen. Und zwar waren die unterwegs. Die waren unterwegs von irgendwo London nach Auckland in New Zealand. Mussten ein paar Mal zwischenlanden, klar, aber die waren unterwegs. Mitten im Reiseflug fliegen die in eine Aschewolke, also so eine Wolke aus Vulkanasche. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie sowas ausschaut, deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht. So schaut so eine Aschewolke aus. Jetzt denkst du vielleicht, warum? Warum machen die das? Ich meine, das Ding schaut schon Asche aus, warum fliege ich da rein? Macht doch keinen Sinn. Ja, das Problem war, das war nicht am Tag, es war in der Nacht. Jetzt konntet ihr euch vielleicht nicht vorstellen, wie so eine Aschewolke am Tag aussieht, wisst ihr vielleicht auch nicht, wie sie in der Nacht aussieht, habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. So schaut eine Aschewolke in der Nacht aus. Das heißt, du siehst nichts, nada, niente, null. Du siehst absolut nichts, du hast auch kein Restlicht mehr. Man hat ja oft noch so ein Restlicht von den Sternen vom Mond, ein bisschen Reflexion. Nichts, absolut nichts. Das macht mich jetzt aber auch nicht wuschig, wenn ich nichts sehe. Weil wenn du so diese ganz hohe Bewölkung hast, wenn ganz oben am Himmel der Himmel weiß ist, also ganz weit oben hast du Wolken, wenn ich da drin rumfliege, sehe ich auch nichts. Also es macht mich nicht narrisch. Jetzt kannst du dir so vorstellen, wirklich Reiseflug, ja, über dem Atlantik, es ist langweilig, wir fliegen schon seit 3 Stunden, seit 4 Stunden geradeaus, Sitz hinter, Kaffee in der Hand, ja, und plötzlich fliegen wir in eine Aschewolke. Habt ihr eine Idee, was passiert, wenn man in eine Aschewolke fliegt? Habt ihr schon mal mit einem Sandstrahler gearbeitet? Oder jemanden gesehen, der mit einem Sandstrahler arbeitet? Genau das passiert. Euer Flieger wird sandgestrahlt. Und das geringste Problem, was du jetzt hast, ist, dass danach die Farbe ab ist. Ein größeres Problem ist, dass die Triebwerke das nicht mögen. So eine Aschewolke, das ist ja nicht wie Zigarettenasche. Die kannst du dir, das ist wie ganz feiner Kiesel. Ganz feiner Kiesel, die werden da reingeblasen in einer berserkermäßigen Menge. Und das mögen die Triebwerke nicht. Das heißt, dann fallen alle 4 Triebwerke aus. Und das Problem ist, du kriegst nicht mit, wenn du in eine Aschewolke reinfliegst. Eine Gewitterwolke sehe ich auf dem Radar. Starken Regen sehe ich auf dem Radar. Hindernisse sehe ich auf dem Radar. Eine Aschewolke nicht. Der Moment, wo du realisierst, dass du in eine Aschewolke fliegst, ist der Moment, wo du in eine Aschewolke fliegst. Du kriegst es vorher nicht mit. Und nochmal, wir sitzen tiefenentspannt, so wie du jetzt, ne, wirklich Füße noch hoch, Kaffee in der Hand und plötzlich rumst es einfach und es scheppert. Alle 4 Triebwerke fallen aus. Und jetzt wird das Flugzeug zum Segelflugzeug und dafür ist er nicht gebaut. Der fällt nicht wie ein Stein vom Himmel, ist ja ein Flugzeug, es möchte ja fliegen, deswegen heißt es ja Flugzeug. Ne? Ist ja nicht wie beim Hubschrauber, wenn der nicht mehr schraubt, hupt er auch nicht mehr. Flugzeug an sich möchte fliegen. Aber ein Jumbo ist kein besonders gutes Segelflugzeug. Dafür ist dieses Ding nicht gebaut, das kann er nicht. Jetzt sind alle 4 Triebwerke sind aus. Spoiler-Alarm, es ist gut ausgegangen. Die haben alle überlebt. Ich erzähle euch auch gleich wie. Ja? Aber das war ja noch nicht alles. Die Triebwerke sind aus. Ja? Wir haben keinen vernünftigen Kontakt. Wir haben keinen vernünftigen Funkkontakt zur Bodenstelle. War nicht, weil wir mitten über dem Atlantik sind. Mit wem willst du da funken? Triebwerke sind aus. Und jetzt passiert was mit der Cockpitscheibe. Du gehst ja auf die Cockpitscheibe genauso mit dem Sandstrahler, oder? Was passiert mit Glas? Ja, wird Milchglas. Also idealerweise kurz vor der Landung möchte ich gerne sowas sehen. Wenn ich das sehe, sage ich, wow, cool, läuft. Wenn die Cockpitscheibe sandgestrahlt ist, schaut es so aus. Jetzt sagst du vielleicht, ey, was regst du dich so auf? Das ist ja nun wirklich noch deutlich zu erkennen. Freunde der Luftfahrt, ihr sitzt hier gerade tiefenentspannt. Ihr habt hoffentlich alle Kaffee getrunken. Ja, in einem etwas zu warmen Raum zugegeben, aber sonst ist alles safe.
Im echten Leben haben wir etwa 300 Sachen auf der Uhr. Also 300, knapp 300 km/h ist die Anfluggeschwindigkeit von der 747. Wir haben 300 Sachen auf der Uhr. Es rappelt, es scheppert. Ja? Alles fliegt uns um die Ohren. Es hupt, es blinkt alles. Du brauchst nicht glauben, dass der Herrgott sagt, du, den Triebwerke sind ausgefallen, mache ich dir wenigstens gutes Wetter. Wenn was passieren kann, passiert's. Wie haben die es gemacht? Die sind da angeflogen. Die sind da angeflogen, haben zuerst ein Triebwerk wieder angekriegt. Dann lief eins wieder. Mit einem laufenden Triebwerk in einem Jumbo, das macht mich nicht happy. Das macht mich nicht happy, aber es verschafft mir wirklich Zeit. Also da habe ich wirklich, wenn ein Klöten wieder läuft, das verschafft mir richtig Zeit. Die haben das Ding wieder anbekommen, es läuft und kurz danach fällt es wieder aus. Kennt ihr das? Du kämpfst mit irgendwas, du machst, irgendwas passiert und du kämpfst und irgendwann sagst du, boah, ich hab's. Und dann sagt der Herrgott, einen Scheißdreck hast du. Genau so, weil es fällt wieder aus. Dann kriegen sie ein anderes wieder an, dann kriegen sie noch ein zweites wieder an und das erste so zur Hälfte. Und die Wands liefen aber alle nicht rund, die haben alle gestottert. Das vierte ging, war komplett verreckt, aber drei Triebwerke haben sie so unrund wieder zum Laufen bekommen. Das war die Cockpitscheibe nach Sand gestrahlt. Da war am Rand, bei der Seite des Kapitäns, ein ganz schmaler Streifen. Ganz schmaler, der war klar. Kennt ihr das im Winter? Wenn die Scheibe zu ist und man dann irgendwie so, ne, das Gebläse, man sieht was. Ein ganz schmaler Streifen. Dann sind die runtergesprochen worden. Das heißt, dieser Flughafen war für alles geeignet, nur nicht für eine 747, weil das Instrumentenlandesystem ausgefallen war. Also wie gesagt, es kommt alles zusammen. Heißt, sie sind runtergesprochen, bedeutet, da sitzt jemand hinter einem Fadenkreuz, der peilt das Flugzeug an, sagt, du bist zu hoch, du bist zu niedrig, du bist zu weit links, du bist zu weit rechts. Das geht mit kleinen, wendigen Flugzeugen. Eine 47 ist weder klein noch ist wendig. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Zum einen, weil es einfach eine coole Geschichte ist. Zum zweiten, hat was ganz Besonderes. Und das ganz Besondere, das war die Ansage des Kapitäns. Ihr kennt ja diese, ne? Guten Tag, mein Name ist Rentier, bei dir. Ne, kennt ihr ja. So eine Ansage war das. Jetzt nochmal, ihr müsst euch die Situation vorstellen. Zappenduster, mitten über den Atlantik, alle Triebwerke sind ausgefallen. Und dann kommt die Ansage des Kapitäns. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All our four engines have stopped. We are doing our damnedest to get it going again. I trust you are not too much in distress. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Alle unsere vier Triebwerke haben gerade den Geist aufgegeben. Wir arbeiten uns hier vorne gerade in den Hintern wund, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu sehr beunruhigt. Da musst du Brite sein, um so einen Spruch zu bringen, oder? Der sagt aber was viel Wichtigeres. Und das, was diese Story sagt, wir reden über Change. Und alles ist im Moment Change. Alles ist Veränderung. Wir leben in einer Zeit, wo das in meinen Augen die wichtigste Kompetenz ist. Schaffen wir das, mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit mitzuhalten, oder schaffen wir es nicht? Die gute Nachricht ist, Veränderung im Business geht nicht ganz so schnell wie disruptive Veränderungen im Flugzeug. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, uns zu überlegen, was wir machen. Das Prinzip ist aber das Gleiche. Und du kannst aus dem, was hier passiert ist, was die gemacht haben, kannst du die Lektionen ableiten, die für uns wichtig sind. Das Erste, was wichtig ist, das, was die hatten eine Can-Do-Attitude. Die waren davon überzeugt, dass sie es hinkriegen. Ja, wir schaffen das, kannst du in Deutschland nicht mehr sagen, aber die hatten eine Can-Do-Attitude. Stell dir mal vor, ihr sitzt im Flieger, ja, ihr wieder hinten, ich wieder vorn, kommt und irgendwas passiert und ihr hört nur, ach nee. Ne, wirklich, ey, das funktioniert sowieso nicht, brauchst du gar nicht versuchen. Ja, bitte, mit dem Jumbo über dem Atlantik, ja, das hat noch nie funktioniert. Ja, das ist ja schön, was ihr da für Ideen habt, aber das läuft nicht. Ja, ich kenne auch keinen, bei denen es, ich kenne ein paar, bei denen es nicht funktioniert hat. Die sind aber alle nicht mehr da. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, hör auf zu flennen und kämpf, oder? Ja, wir haben die Situation und noch leben wir. Zu meinen Flugschülern habe ich immer gesagt, du kannst aufgeben. Ja, das passiert manchmal, dass sie dann irgendwann überfordert sind, lassen alles los, geben auf. Du kannst aufgeben, aber es müssen ein paar Bedingungen da sein. Es muss Petrus vor uns stehen, der muss sich ausweisen und dann sagen, du kannst den Gashebel jetzt loslassen. Dann kannst du aufgeben, aber bis dahin wird gekämpft. Ja, ihr lacht, Leute, aber mal ganz ernsthaft. Wie häufig erleben wir uns selber, dass wir sagen, das wird eh nicht. Unter den Rahmenbedingungen kannst du knicken. Deutschland ist eh am Arsch. Oder sucht euch was aus, ja? Das Klima, die Welt geht sowieso in 16, 14 Tagen unter, was auch immer. Wie häufig hören wir so die Sachen, das funktioniert sowieso nicht. Die Aussage ist sehr, sehr banal. Wenn du Erfolg haben willst in einer schwierigen Situation, brauchst du diese Can-Do-Attitude. Die ist banal, das weiß ich. Das heißt nicht, dass es reicht.
Also nur ein Positiv. Es gibt ja viele Leute, du musst es dir nur vorstellen, du musst es nur wirklich wollen. Wenn ich dir Fliegen beibringe, dann kannst du so viel wollen, wie du willst. Ja, wenn du nicht übst, wird die Landung scheiße. Also das alleine reicht nicht. Aber wenn du davon ausgehst, dass es nichts wird, dann bist du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich.